Hallo miteinander, heute geht es ums Thema Lightroom, Katalog bzw. Importieren in den Katalog. Ihr seht hier, wenn ihr eine Chipkarte reingebt, öffnet automatisch dieses Fenster. Ihr seht auf der linken Seite die Quelle, also ihr könnt hier wählen, von wo möchte ich die Daten überhaupt kopieren. Ich habe hier einen Haken, wo ich immer drinnen habe, das heißt, wenn ich einen Chip reinstecke, die Bilder importiert habe, wirft mir Lightroom automatisch den Chip wieder aus. Ich sehe hier unten links, wie viele Bilder sind auf dem Chip, wie viel Datengröße hat der Chip zum Beispiel hier. Ich habe hier, dass ich sagen kann, ich möchte alle Bilder markieren oder ich möchte keines markiert haben, ich möchte selber wählen, welche Bilder ich gern importiert hätte. Persönlich mache ich es so, ich habe immer alle markiert. Wenn ich Bilder habe, wo ich schon sehe, ich möchte sie nicht, ich brauche sie nicht, dann nehme ich einfach die Bilder, die ich nicht möchte, nehme ich einfach raus. Ich kann hier die Miniaturen, also die Bildansichtgröße verändern. Und hier oben, wenn ich wieder raufspringe, habe ich zwei Varianten. Ich kann sagen, ich möchte eine Kopie, das heißt von der Quelle bleiben die Daten erhalten und kopieren einfach eins zu eins die Daten dorthin, wo ich hier auswähle. Die zweite Variante ist, die Daten bleiben auch genau gleich wie bei der Kopie, auch hier erhalten in der Quelle. Aber beim Übertragen werden alle Daten in ein DNG umgewandelt. DNG ist einfach von Adobe auch ein RAW-Format und hat den Vorteil, dass es ein bisschen weniger Speicherplatz braucht. Es hat den Vorteil, dass man sagt, in 20 Jahren, wenn die Hersteller vielleicht die RAW-Dateien ändern und ein Programm kann es nicht mehr lesen, dass DNG einfach länger brauchbar ist. Persönlich bleibe ich bei der Kopie. Hat zwei Gründe. Der Hauptgrund für mich ist, wenn ich das eingestellt habe, dann wandelt er alle Dateien nochmal eben um und das braucht entsprechend viel mehr Zeit. Und Zeit ist meistens sehr, sehr kostbar. Und das Zweite ist, dass wenn ich die Bilder jetzt, ich sage jetzt, bearbeite, wandle ich sie sowieso nochmal in ein anderes Dateiformat um, PSD oder TIFF oder JPEG. Und ich denke, oder ich gehe davon aus, dass die in 10 Jahren auch noch, ja, brauchbar sind. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die sind jetzt aber ausgeblendet. Das bedeutet, nur wenn ich jetzt von einer Festplatte Bilder aussuche, habe ich zwei Möglichkeiten. Dann habe ich die Möglichkeit, ich kann die Bilder verschieben. Das heißt, wenn ich die Bilder jetzt auf einer Festplatte habe, Festplatte 1, und ich möchte sie auf die Festplatte 2 geben, kann ich hier sagen, verschieb mir alle Bilder von hier nach hier. Etwas anderes ist, wenn ich sage, ich habe sie schon an einem richtigen Ort positioniert, das heißt Festplatte 1, dort möchte ich sie auch behalten, aber sie sind noch nicht in meinem Lightroom-Katalog drinnen. Das heißt, ich möchte die Daten physisch dort lassen, wo sie sind, aber möchte sie nur dem Lightroom-Katalog hinzufügen. Dann klicke ich das an. Das bedeutet, Lightroom liest die Datei nur aus und gibt sie in Lightroom-Katalog rein. Natürlich nicht die Daten physisch, sondern wirklich nur die Informationen, wo liegen die Daten und die entsprechenden Parameter. Also bedeutet, am richtigen Ort schon die Daten immer nur hinzufügen. Ansonsten, wenn ich es von A nach B verschieben möchte, hier und alles, was ich nicht schon irgendwo gesichert habe, wie zum Beispiel jetzt von der Chipkarte, immer als Kopie oder je nach Geschmack als DNG kopieren. Ich habe jetzt hier die Auswahl. Ich kann jetzt links kann ich sagen, wohin möchte ich die Daten speichern. Ich kann hier sagen, die Standardvorschau, was gefällt mir am besten. Es gibt vier verschiedene Varianten von Lightroom. Je weiter ich nach unten gehe, desto größer ist die Ansicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich importiere die Bilder und möchte Bilder auf 100% heranzoomen, dann ist es in diesen drei Bereichen, bedeutet das, Lightroom rendert erst dann die Bilder, wenn ich groß darauf zoome. Wenn ich auf 1 zu 1 gehe, ist der Vorteil, dass wenn ich heranzoome, es automatisch oder viel schneller geht. Der Nachteil ist, es braucht mehr Speicherplatz, weil natürlich die Vorschaubilder viel größer sind und es braucht auch mehr Zeit zum Importieren der Dateien.
Ich habe es meistens Standard, außer, das nehme ich zum Beispiel für Privatshootings, für Model-Shootings und so weiter. 1:1 mache ich dann, wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere, aus dem Grund, weil dann lasse ich es über Nacht einfach laufen und am nächsten Tag kann ich wirklich sehr, sehr schnell jedes Bild ganz groß auch kontrollieren und muss nicht warten, bis das Vorschaubild die 0,02 Sekunden braucht, bis es hier ist. Ich kann Smart-Vorschauen machen, das komme ich in eines meiner nächsten Videos dann drauf. Ich kann sagen, alle Bilder, die ich schon importiert habe, bitte nicht mehr importieren. Das ist ein Schutz, dass ich nicht die gleiche Datei zweimal in meinem Katalog habe. Man sieht auch, wenn ich draufklicke, die Bilder, wo jetzt grau hinterlegt sind, wie hier und hier, die Bilder habe ich importiert im Lightroom. Ich habe eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich möchte die Bilder einerseits hier bei dieser Quelle, bei dieser Festplatte und ich möchte eine zweite Kopie zum Beispiel bei einer anderen Festplatte hinlegen. Also ich kann automatisch eine Sicherungskopie schon machen. Ich kann verschiedene Sammlungen hinzufügen. Sammlungen ist auch eines der nächsten Themen, komme ich später drauf. Ich kann sagen, ich möchte die Datei umbenennen, mache ich nie. Ich möchte zuerst mal die Auswahl treffen und von der Auswahl dort benenne ich es dann um. Es gibt aber Kollegen, die machen das automatisch gerade hier. Ich kann sagen, ich möchte automatisch, wenn ich die Bilder importiere, möchte ich eine Vorgabe haben. Zum Beispiel, sage jetzt, ich möchte jedes Bild möchte ich gern schwarz-weiß haben, gebe ich das an und alle Bilder, die hier importiert werden, werden automatisch schwarz-weiß umgewandelt. Ich habe meine Metadaten, wo ich zum Beispiel mein Copyright reingeben kann. Ich kann hier Stichwörter reingeben, zum Beispiel Paris oder blondes Model oder Jeans oder was auch immer, um die Bilder später besser zu finden. Mache ich nicht. Habe es mal versucht, aber es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte auf dieser Festplatte, in dieser Struktur, möchte ich gerne einen Unterordner anlegen, physisch, der zum Beispiel so heißt wie das Model. Und möchte alles in einen Ordner abgeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich hätte jetzt gern automatisch diesen Schutz drinnen, ich hätte gerne eine zweite Kopie drinnen, ich hätte gerne die Vorschaubilder minimal, ich möchte, dass es schnell geht, dann habe ich diese Einstellung, die ich hier habe, kann ich mir in Lightroom, und das ist der große Vorteil, speichern. Das bedeutet, ich kann jetzt sagen, die aktuellen Einstellungen als neue Vorlage speichern und sage zum Beispiel hier Test. So. Und jetzt, nächstes Mal, also als Beispiel, bei mir zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte, oder ich kann es ja schnell zeigen, ich möchte Hochzeiten machen. Also ich habe eine Hochzeit, wo ich importieren möchte. Klicke ich hier drauf und dann seht ihr schon, dass automatisch mir die 1:1 Vorschau erstellt, dass es automatisch, dass ich sehe, in welchen Ordner soll es gehen und so weiter. Also ich kann hier Vorgaben machen, die ich dann nachher ganz schnell dementsprechend ändern kann. Und muss nicht immer alles hier wieder einstellen. Also macht euch Gedanken, was für Bilder habe ich. Habe ich immer, ich sage jetzt immer Landschaftsbilder, da macht vielleicht nur eines Sinn. Habe ich zum Beispiel Hochzeiten, die müssen hier in einen anderen Ordner. Ich möchte, dass die Hochzeiten automatisch vielleicht einen gewissen Preset haben. Also wie zum Beispiel hier, was ich gezeigt habe, also wo ich sage, jede Hochzeit, die ich habe, möchte ich mit einer gewissen Vorgabe schon importieren. Vielleicht Rauschen entfernen, Kontrast erhöhen, Lichter erhöhen. Oder ich habe zum Beispiel Studioaufnahmen, dort möchte ich automatisch ein Preset schon drüber laufen lassen und so weiter. Und das könnt ihr hier einmal einstellen, hier euch speichern und das nächste Mal, wenn ihr einen Chip reingebt oder sonst was, wählt ihr nur schnell aus, was habe ich für Bilder. Und könnt es hier dementsprechend gerade reingeben. Ich hoffe, es war interessant für euch und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.